Mag der nicht einfach mal ein paar Kerzen anzünden? Ich meine, ein Feuerzeug hat er in der Hand. Oder geht das durch die Kälte auch nicht? Sind die auch festgefroren? Kerzen anzünden? Hältst du nicht viel von? Das ist so romantisch, ja? Ich sehe. Und hier ist auch bestimmt kein Strom. Ja? Ich meine, unten das ist... Wobei, gut. Wenn du so die Sicherung... Wobei, jetzt glaube die Lampe ist einfach kaputt gegangen. So, mein hier Esszimmer. Hey Chris, du sollst nicht sterben, ja? Das, oh, das haben sie aber richtig gut gemacht. Auch die Augen bewegen sich, ne? Auch die Augen bewegen sich. Kann ich hier noch was begucken? Da vorne leuchtet noch was. Komm schon, irgendwas Nützliches. Ja, also Telefon scheint auch nicht zu funktionieren. Ah, doch, Strom haben wir. Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ende der Nachrichten. Okay. Kann ich es nochmal abspielen? Keine neuen Nachrichten. Also wir haben Strom, warum macht er dann keine anderen Lichter an? Ist irgendwie ein bisschen unlogisch, oder? Weil hier wird ja bestimmt irgendwas funktionieren. Hier ist das Lichtschalter, mach mal an. Das ist schon wieder so eine Sache der Logik, Freunde, ja? Hier sind super viele Kerzen, der hat ein Feuerzeug in der Hand, anstatt die anzumachen, um mehr Licht zu erzeugen. Nö. Strom scheint ja ganz ehrlich da zu sein. Ja, Anrufbeantworter läuft im Normalfall nicht auf Akku. Warum macht er das Licht nicht an? Irgendwie das Gefühl, dass ich nicht da durchgehen sollte. Da hinten haben wir noch was. Also der läuft hier scheinbar noch irgendwo rum. Der ist scheinbar wieder frei. Der Typ. Gehe ich von aus. Hinweis entdeckt. Abschlussballfoto. Ah, da sieht man so noch die beiden Schwestern drauf. Ach, wobei, kann ich das nochmal drehen? Vielleicht steht da hinten noch was drauf. Warten Sie kurz. Ah. 25.04.0. Also... 2013 ist wahrscheinlich. Bereit für den Senior-Abschlussball. Hannah, Sam, Mike und Emily. Ne, da ist bloß die Hannah da mit drauf. Dabei, die Beth ist da nicht mit drauf. Okay, aber meine sehen sich schon mal ein bisschen ähnlich. Hello? Komme ich hier nicht durch? Sag mal nicht. Bin ich hier vorne weiter? Ja, hier komme ich weiter. Sehr schön. Hier ist nochmal eine Kerze. Könntest du anmachen, ja? Aber, ey, musst du nicht. Hier scheint nichts zu sein. Hier glänzt ja auch nichts. Wobei, wenn hinten zum Beispiel ein Totem liegt, dann würde ich das ja auch nicht so wirklich sehen. Ich gehe, glaube ich, doch mal durch die Tür. Ich will jetzt echt nicht zu weit nach oben. Mach jetzt mal auf hier. Okay, ich muss nach oben. Wobei, ging es da hinten vielleicht noch runter? Aber ich muss jetzt wahrscheinlich nach oben, wenn ich da sein Deo holen muss. Wobei, nach unten gehen ist wahrscheinlich auch echt eine doofe Idee gerade. Aber hier habe ich noch ganz viele Sachen zum Begucken. Hier scheint auch so eine Art Lodge-Bereich zu sein. Nochmal ein Foto. Ja, das ist ja jetzt definitiv mit den Schwestern. Den hinten drauf. Hinweis entdeckt. Strandfoto. 13. August. Cape Cod. Josh mit seinen hübschen Schwestern Hannah und Beth. Ihr seht super aus, Leute. 16.08.2013. War hier nicht noch mehr am Glitzern? Ich meine, ich hätte jetzt gerade noch ein bisschen mehr gesehen.
Gott, ist also dunkel! Hier kann ich noch nicht mal rein. Komm, ich glaube, ich muss wieder hoch. Da, habt ihr gesehen? Da hinten? Da rechts. Da rechts war noch was. Was, glaube ich, einfach die Tür. Ich guck noch mal ganz kurz einmal hier. Oder ist auch nichts. Hier komme ich, glaube ich, nur wieder nach oben, oder? Da hinten? Ah, hier kann ich auch noch weiter. Alles abgedeckt. Also hier scheint längere Zeit, also wahrscheinlich wirklich nur für den Winter irgendwie was da zu sein. So, soll ich mal hier... Was haben wir denn hier überhaupt? Cinema. Kino. Aber auch zu, okay. Ja, bleibt uns ja nicht anders übrig, als nach oben zu gehen. There's no other way, guys. No other way. Aber kann ich auf der anderen Seite auch hoch? Kann ich allein, oder? Doch, geht auch. Ha, guck mal. Hier war ich ja schon, den bin ich immer außen rumgelaufen. Jetzt muss ich ernsthaft nach oben. Vor allem auch riesengroß hier. Oh Gott. Der Controller hat gerade gewackelt. Ja gut. Wenn natürlich hier ein Fenster offen ist, kann es natürlich möglich sein, dass dadurch eventuell so ein bisschen die Türen, ne, auf und zu sind. Wäre jetzt so der logische Schluss. Sei denn, hier ist wirklich jemand. Wäre extrem doof. I would say. Alter, hätte das nicht der Josh machen können? Kommen wir nicht weiter. Ich guck mich erst nochmal hier um. Mal, komm ich jetzt da vorne vorbei? Warte mal, da was, leuchtet da was? Warte mal, was ist das? Was ist das? Ach, glaube ich, nur eine Auszeichnung, ne? Ja, ist nur eine Auszeichnung. Okay, ich dachte gerade schon. Ui. Hinweis entdeckt. Filmpreis. Gewinner bester Horrorfilm 2009. Regisseur Bob Washington. Blood. Monastery. Ja. Das Blutkloster. Ey, es ist halt auch super anspannend mit den ganzen Flüstern. Dann laufe ich hier nur mit so einer kleinen Funzel rum. Ja, die aber scheinbar auch ewig hält. Ich meine, ich bin ja froh, dass es jetzt nicht ausgeht. Mal ganz davon ab, ja. Kann ich hier rein? Auch zu. Ich weiß nicht, ob ich froh sein soll, dass die ganzen Sachen zu sind, oder... Ja, nicht so. Hier haben wir noch was, oder? Unten? Ich hab grad irgendwie geleuchtet. Vielleicht wirklich nur angeleuchtet gewesen. Hier, könntest du alles anmachen, ja? Könntest du machen. Aber nö. Voll doof. Warte mal, hier? Ne, hier war ich noch nicht. Fenster zumachen will er scheinbar auch nicht. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr Großartiges mit noch von now. Aber lass mal Fenster offen. Alles kein Thema. I mean, what could possibly go wrong? Gehen wir kurz mal in die Richtung. Ich denke mal, hier wird wahrscheinlich irgendwo das Schlafzimmer von dem sein. Und dementsprechend wahrscheinlich auch das Deo. Ist sogar schon offen, guck mal. Grüße. Was höre ich denn da? Wer ist nochmal hier? Wobei, hier komme ich nie weiter. Muss in die Richtung.
guck erst hier weiter. Kann man aber scheinbar auch nichts finden. Das sehe ich gerade nichts. Hier komme ich nicht weiter. Wobei, kann ich hier aufmachen? Hallo? Der kommt irgendwie nicht zur Tür. Der kommt irgendwie nicht zur Tür. Also ich glaube nicht, dass wir da durch können. Ich glaube, hier ist das Badezimmer. Müssen wir es jetzt aufmachen. Ja, das geht natürlich auf. Chris! Don't die, please! Oh, ich will nicht raus, ich muss da hinten hin, ne? Warte, wenn hier irgendwas... Und wo kommt denn das? Das ist einfach nur der Wind, der es ein bisschen wackeln lässt hier. Da kann man auch da durchgucken, das war doch Glas, oder nicht? Man sieht doch, was da drin ist, aber ich glaube, ich sehe da irgendwas... Also ein Mensch wird da nicht reinpassen. Also wird es wahrscheinlich einfach irgendwie... kaum Ratten vielleicht sein? Also, ich kann doch nicht reingucken, oh Gott, nein. Nein. Mach erstmal das zweite auf. Guck doch erst, was da drin ist. Kann ich. Was kann da jetzt drin sein? Das wird doch nichts super krasses sein. Warum macht das zweite nicht auf? Ach, fuck. Oh! Wie kann man Viech da rein? Hier draußen. Ja, ach. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit! Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, bestimmt. Es war nur ein süßer kleiner Baby, viel Fraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Ja, erstmal schön den ganzen Schnee reinbringen. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! 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 Oh. Ah. Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Halte ich von Emily fern oder hab dich und Em gesehen? Wir können ja einfach mal stellen. Ja. Gehören ja immer zwei mit dazu. Wieso verdammt warst du mit Em auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Wir sollten ihn eventuell nicht wissen lassen, ja, dass wir da misstrauisch sind. Dementsprechend sollte man erstmal, ne, hey, ist okay, ist cool, cool, cool.
Klar. Ja. For now. For now. Sorry, es war ein langer Tag. Ich habe einfach überreagiert. Hey, Mann. Kein Ding. Alles cool? Ja, ja, total. Cool, cool, cool. Pisa. Sorry, mein natürlich Typ. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Also, der Comedy halber würde ich jetzt noch ein bisschen provozieren, ja, aber im Normalfall sollte man das vielleicht ein bisschen entschärfen, oder? Ansonsten stellt man den ein bisschen Schlamm hin, ja, und dann auf geht's, ja. Wobei Jess... Also er spricht in dem einen Fall, beim Provozieren spricht er die an, die gerade so angefahren wurde. Und beim Entschärfen die Emily. Ja, in der Theorie hat er die Emily einfach wirklich, finde ich, überreagiert. Ja, und nur weil die jetzt gerade unsere Freundin ist, heißt nicht, dass sie sich alles erlauben kann. Ja, also auch sie hat das Recht, ne, mal darauf hingewiesen zu werden. Also ich würde sagen, entschärfen. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt! Halt what? Dich da raus, du Trottel! Hey, pass auf! Ach, what? Außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir? Du bist so ein Miststück! Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. So, jetzt ist vorbei. Jessica, halt endlich deinen Mund, okay? Nein, du bist derjenige, der sich aus den Angelegenheiten anderer Leute raushalten muss. Ich werde gleich zu deiner Hauptangelegenheit, du Schlampe. Machen wir endlich ernst? Ich bin nämlich mehr als bereit dazu. Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt boah. Ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, M. Vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also... Glaubst du es? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Die ist mir irgendwie nicht ganz so sympathisch, muss ich sagen. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Ist mir irgendwie nicht ganz so sympathisch, muss ich sagen. Oh, im Exil. Im Sexil. Nichts dagegen. Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars!
Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Washington Lodge, nein. 20.43 Uhr. Vor allem, die hat sogar noch so ein bisschen bauchfrei an. Alter, wie hart gesotten sind die denn? Also kalt, wirklich kalt kann denen ja nicht sein, oder? Warte mal, ich will noch mal hier oben gucken. Wirklich kalt kann denen nicht sein, das kann mir keiner erzählen, Freunde. Das kann mir kein... Ja, komm mal her. Komm mal her. Na komm, Kistenmörchen. Haben wir überhaupt noch irgendwas? Kann nicht so, oder? Na. Sehe zumindest nichts. Aber die Kameraperspektive an der Stelle ist natürlich auch gar nicht mal so geil. Aber gut. Gucken wir mal in die andere Richtung. Wo wir gerade standen. Boah, nichts mehr. Können wir nochmal rein? Ich hab noch was vergessen. Ach, guck mal, jetzt frierst du? Ja, hättest du mir was Wärmes angezogen. Was hältst du von der Idee? Ich fand den Chris jetzt auch super nett. Ja, allein schon, weil er meinen Namen trägt. Fand ich auch super. Es ist ja auch ein Cutie. Kann ich hier durch? Nee, ich glaube nicht, dass ich da durch muss. Dann gehen wir hier mal weiter. Komm. Komm. Wir gehen hier weiter. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Spiesel dich gleich an, das wird auch kurz warm. Oh, nun Spaß, bitte beruhigen Sie sich. Aber wo haben wir den Generator? Wahrscheinlich irgendwie... Oh, was ist denn hier? Was steht denn da? Hier ist wohl alles ein bisschen runtergekommen. Private Property. Schade. Privatgrundstück, Washington, Anwesen. Abfackelt. Bitte beruhigen Sie sich. Ich will hier nichts verpassen, Freunde. Ihr müsst jetzt mitgucken, ja. Extra, ne, Low Latency Mode, ja. Ihr könnt sofort schreiben. Und wenn ich es auch sofort lese, dann sind wir glücklich. Emily ist so dumm, wie sie aussieht. Wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Das ist schon echt irgendwie ein bisschen unfreundlich, ja? Ja, sie ist anstrengend. Aber mach's ihr nicht so schwer. Sie ist noch ziemlich daneben seit dem Schlussmachen. Hallo? Nicht mein Problem, Mike. Und deins ist es auch nicht. Hast du so nett zu sein, ne? Nein, ich meine, natürlich nicht. Ich sag ja nur, man soll keinen treten, der schon am Boden liegt. Oh, und genau. Ich verbringe meine Zeit lieber im Liegen mit ihr. Verstehst du mein Wortspiel? Extra für dich? Ja, okay. Aber sie soll sich lieber raushalten, sonst trete ich nach. So, jetzt gucken wir mal, was es jetzt für einen Status gemacht hat. Wobei, der ist noch relativ... Nee, wobei... Witzig und tapfer ist runtergegangen. Und ehrlich ist runtergegangen. Der ist nicht ehrlich gewesen. Ich war doch jetzt ehrlich. Hilfsbereit ist einfach höher und romantisch ist höher. Und mit Matt... Ah gut, mit Matt... Klar, dass er mit dem jetzt nicht ganz so gut auskommt. Ja. Bei der Jess ist es auch schon ein bisschen runtergegangen. Also sie mag uns nicht mehr ganz so doll. Ist jetzt ungefähr auf derselben Höhle wie Emily. Ja, Freunde. Folge dem Pfad zur Hütte. Dem Pfad.
Matt, da habe ich auch gerade Lust drauf. Ja, schön Matt mit Zwiebeln. Warte mal, von da kam ich noch nicht, ne? Da könnte doch vielleicht so ein Generator drinstehen. Fühlen wir ich, oder nicht? Oh, warte mal. No, schon wieder ein Totem? Und bitte kein schwarzes. Gefahr, Totem. Hat er eine Clownmaske aufgehabt? Sag mal. Das sind noch genau die Sachen, die ich da angegeben habe, die da plötzlich jetzt kommen, oder was? Der Fatsch. So, das hier war neu, ne? Gefahr. Die Bedrohung durch eine zukünftige Gefahr. Wer war denn das? Mal kurz angucken. Okay, das war, ich glaube, es war die Ashley. Ich glaube, es ist die Ashley, die dann irgendwie von dem Clown so ein bisschen so, hey, hier, Brofist. 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 Okay. Ich glaube, sie hat genug. Wir gucken uns nochmal das Video an. Etwas später sind die Bergleute. Okay, den Rest kennen wir. Den Rest kennen wir. So, ist hier der Generator drin? Ah, sieht gut aus. Okay. Okay. Mal sehen. Und. Boom. Let's go. Sehr gut, Mikey. Oh nein. Sweet. Du bist echt genial. Es werde Licht. Und es war Licht. Oh, was ist das? Kannst du mal kurz eben gucken gehen, wer das war? Kann ich hier nochmal lang? Nee, no. Ja gut, jetzt haben wir zumindest Licht. We do have light. At this point. Warum zieht die eigentlich so weit nach unten? Mit der falschen Lampe. Aber machen wir hier auf. Ah, das ist ja alles elektrisch. Aha. So. Und dann nach oben. Tada! Sesam, öffne dich. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. Über Musikgeschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Oh, ich sehe jetzt hier gerade überall Gefahr, ne? Bist du schon gespannt? Ich sehe jetzt hier gerade überall Gefahr. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Sexurlaub. Okay. Also sagst du Sex, Urlaub vor Sex? Oder ein Urlaub mit Sex? Versteh's nicht ganz. Könntest du mir das nochmal erklären? Weil ein Arbeitsurlaub ist ja ein Urlaub von der Arbeit. Räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Yes. Jetzt unser Charakter entwickelt. Oh, wir sind gerade übermäßig romantisch. Und die mag uns wieder ein bisschen mehr. Ja, Mann. Aber wir sind gerade nicht witzig und nicht tapfer. Und ehrlich sind wir komischerweise auch nicht. Aber das scheint generell nicht ganz so ehrlich zu sein, ne? Also er hat scheinbar nicht ganz so mit der Ehrlichkeit. Das ist heftig. Was bringt das? Was bringt das, wenn ich so übermäßig romantisch bin, Freunde? Fangen wir gleich an zu singen? The time of my life, and I never felt like this before. Ich habe eine Wassermelone getragen.